sieht cool aus, aber für die Leute. Ja, die Nurflügler, die können ja sonst so ganz gerne aber instabil sein. Wegen dem fehlenden Schwanz. Ich sehe hier gar nicht, ob ich den überhaupt drauf habe. Da fehlt ein bisschen Zoom. Ja, ich muss die andere Kamera nehmen. Naja, irgendwo da muss er sein. Da zoomt auch noch was. Der Wind ist doch ganz hilfreich. Kommen die Dinger auch wenigstens hoch. Manchmal, da darfst du nicht blinzeln, wenn du extrem hoch bist. Dann war er weg. Ja, wenn du aus dem Auge verlierst, dann war es das. Dann kannst du nur noch suchen und die Ohren aufsperren, damit du hörst, wo es Krach macht. Mein Motor da oben. Ja, den hole ich jetzt runter. Ist das ein Düse? Ja. Ja, so ein Impeller, ne? Okay. Elektroantrieb. Der ist auch hoch. Ist das da oben noch ein Propeller? Der ist der alte. Ja, das eine, das ist der Nurflügelsegler. Ach, denke. Das dürft ihr gar nicht. Noch ja. Echt? Noch dürfen wir. Uns wurde gesagt, wenn man dann mal bis 150 Meter. Ja. Nochmal bis 300 Meter. Ja. Das hängt auch mit Amazon und seinen Lieferdrohnen zusammen und all so ein Scheiß. Dazu mit den ganzen, auch noch die ganzen Drohnenflieger, die Ärger machen. Die Dinger, die werden ja auch als Spielzeug verkauft. Überall kriegst du die Teile. Und die meisten wissen nicht, dass die Dinger genauso Gesetzen unterliegen. Flügler in Anmarsch, zwei Nurflügler. Ich komme mal lieber zu lang und rein. Ja, nicht. Okay. Ja.
Dach macht er ja wie ein großer. Noch voran kommt er nicht. Zu laden. Kannst du da mal in der Luft noch parken? Hallo. Ausgerechnet da ist ein Hubbel. Hallo. Ja, hast du es gesehen, ne? Da macht so ein, ja. Warst du letztes Wochenende auch da? Nee, da hat meine Schwester Geburtstag gehabt. Der Welt transportiert seinen großen Flug.